Feuer! Enterhaken bereit! Sag nur das Wort, Captain! Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zurück zum Let's Play Assassin's Creed 4. Wir haben hier gerade mit unserer kleinen Jackdaw ein Kriegsschiff erlegt. Kurz vor unserer Mission. Das hat uns nämlich die Zufahrt versperrt zu dem Punkt, wo wir hin müssen. Und jetzt müssen wir natürlich diese Hütte noch entern, damit wir unser Kriegsschiff endlich mal in die Flotte aufnehmen können. Nun lass es steuerlos hier, Kenway. Dazu müssen wir 20 Crewmitglieder töten, 3 Pulverreserven und den Captain töten. Ich mach Haifutter aus dir! Genau, ich bin dabei. Wo sind denn hier die Pulverfässer? Die sind doch hier meistens immer irgendwo. Und da haben wir auch schon einen erlegt. Jawohl! Scheiße, ich dachte, ich komme an die Pulver, ans Pulverfass. Wir malen euch und versprühen euch in allem Gewinde. Da war da ein Pulverfass. Nein, aber wer sie? So geht das. Und als Captain gehen wir gleich. Oh, offensiv an die Geschichte ran. Nun komm her hier. Weg mit dem Gesocks. Ein bisschen Beeilung hier. Los, komm. Wir müssen uns echt beeilen hier. Ratzefatze, lass meinen Kameraden in Ruhe. Alter! Und es geht so schnell hier. Was müssen wir denn noch? Pulverreserven und den Captain töten. Da kommt mein Computer nicht mal mit hinterher. Ich muss erstmal mich orientieren, wo der Kapitän ist. Alter! Da scheint der Captain zu. Ich sehe nichts! Die sind nicht auf unserer Deck! Jetzt lass mich in Ruhe, Alter. Oh Mann! Ihr Leute, zwei auf eines Fei, Alter! Ich muss zusehen, dass ich Land gewinne. Ich brauche erstmal Luft zum Atmen. Oh, lass mich in Ruhe. Nun komm, lad nach, lad nach. Ja, wir haben ihn. Und wir haben ein Kriegsschiff. In unserer Flotte. 1000 Reals, 105 Metall. Alter Schwede, wir nehmen's in die Flotte auf, natürlich. Ganz klar. Was Besseres kann uns da nicht passieren. So, jetzt ist der Weg frei zur nächsten Mission hier. Hoffe ich zumindest. Denn wir sind, muss ich mal ganz kurz zeigen hier, bei Charlotte und müssen dahin. Segel setzen! Nach Charlotte. Fallen Segel an die Schurken! An die Schurken! Wieso die Schurken? Doch immer dieses Regenwetter hier auf See, ey. Scheiße, ich glaube, ich bin gerade
völlig falsch gefahren. Nee, doch nicht. Wir starten die Mission. Und sind mal wieder im bekannten Ladebildschirm. Hallo. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Und komm. Wer ist dieser Torres? Und was hat der Mann getan, um den Tod zu verdienen? Er ist ein Templer. Die Rogers und Hornigold. Männer, die Pläne schmieden, wie sie das Observatorium missbrauchen können. Für Macht und Kontrolle. Die Gewalt, die er damit ausüben würde, wäre subtil, aber schwerwiegend. Tödlich und doch spurenlos. Ergibt das einen Sinn? Wie, wenn es eine Dürre gibt und die Menschen Durst leiden. Und ein Mann hat ein großes Fass Wasser und teilt es nicht. Er wäre ein Mörder ohne Blut an den Händen. Ei, genau so. Ich verstehe. Na, das sieht doch schon wieder nach Urwelt aus. Die Küste erreichen. Okay, ich muss mir mal ganz kurz... Ich habe natürlich noch keinen Überblick hier. Oh, da sind wieder zwei Schiffe. Alter Falter. Da müssen wir hin. Na gut. Also gehst du nun an Land oder soll ich dich hinüber? In der Salzlake. Ja, komm mit. Laber nicht so. Sieh zu. Warte, es ist etwas schattig hier, nicht wahr? Na, ist auch dunkel. Hm. Ich hätte Soldaten und dergleichen erwartet. Vielleicht sind sie schon fort? Nein, sie sind hier. Irgendwo im Dschungel. Scheiße. Na, meine Gute. Du läufst auch nur so schnell, wie ich hier vorgehe, ne? Na, ich glaube, bis zur Mission passiert uns hier nichts. Es sei denn, wir laufen jetzt hier schnurstracks unseren Gegnern in die Arme. Na los! Zum Observierungsraum gelangen. Okay. Ich bin da mal... Nennt mich vorsichtig, aber... Ich hab's doch gewusst. Panisch weglaufen. Was sonst? Hä, was ist los? Was meckerst du hier rum? Wo sind sie? Die sind tot. Ich dachte, die leben noch, Alter. Nee, nicht hoch. Wie komme ich da dran? Ach, über den Onkel. Okay. Das ist jetzt ja etwas merkwürdig, würde ich sagen. Ach Gott, sieh dir das an. Kadaver meilenweit. Sie kamen mit aller Grausamkeit, die sie besaßen. Du machst hier einen ganz schönen Lärm, weißt du das, Alte? Scheiße, ist sie jetzt tot? Alter. Wie geil ist das denn? Dabei bin ich doch nur über die rüber gesprungen, so eine Scheiße. Es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Ich muss die... Ich komme da nicht drüber weg. Ist die Alte jetzt tot oder was? Aber dann wäre doch die Mission vorbei. Es tut mir echt leid, dass ich so... Ey. Wer ist das? Der hat... Aua am Knie. Ach, hier, der ist er doch wieder. Huh.
Jetzt passt bitte auf, dass du mir nicht wieder im Wege rumsturmst hier. Ich glaube, ich gehe mal lieber hier oben auf den Bäumen entlang. Ich fühle mich da etwas sicherer. Es macht auch nur irgendwie so ein bisschen Eingerede sein. Da liegt auch schon wieder einer. Oh weia. Komisches Licht ist hier. Das sieht hier so nach Feuer. Alter. Nun komm, Beeilung. Wir hätten ja auch einfach nur durchlaufen können. Ich werde jetzt leichtsinnig, wahrscheinlich zu leichtsinnig. Ah, da sind schon die ersten meiner speziellen Kumpels hier. So. Wo? Da unten. Ich mach den jetzt einfach mal kalt. Das gibt's ja wohl nicht. Pock, bin ich gerade. Intenta darnos esquinazo! Ja, ja, genau. Was war das? Ist er tot? Hat er sich wehgetan? Was war das? Waren das unsere Freunde? Cool. So, komm, weiter. Holzschnitze? Nee, Schnitzerei. Ich habe gerade Holzschnitze gelesen. Nee, ist klar. Ach, hier ist das Geheimnis. Da, guckst du. Das müssen wir noch mitnehmen. Da kannst du gucken, wie du willst, Perle. Ja, pack weg. Eh nur eine Schatzkarte. Wie schon angekündigt, oder ein Manuskript, wie schon angekündigt, die Schätze. Alter, sag mal nicht so grob hier zu der. Weißt du, die Pippi will dir auch noch helfen. So, wo ist er? Alter, die machen einen Lärm hier. Die sind da nicht gerade leise, die beiden. Ja, du mich auch. Mal ganz in Ruhe. Nein. Sehe ich nicht ein. Wir müssen uns beeilen, dass wir die befreien hier. Der Teufel soll dich holen. Ja, du machst meine Perle nicht umsonst hier ein. So, weiter. Wo lang? Was ist das hier? Die haben wir schon geöffnet. Alter, du siehst hier nichts durch den Rauch. Es ist echt brutal, hier so zu gucken. Ey, das ist wirklich anstrengend für die Augen. Alleine auch wegen dem schnellen Hin und Her mit dem Charakter hier. Es ist und bleibt gemeingefährlich. So, wo sind die? Alles sehr eigenartig. Hier vielleicht noch eine. Was ist das? Aber wirklich. Später an. Ich erzähle es dir, wenn wir fertig sind. Oh!
Das sage ich zu meiner Frau auch immer. Wo sind die? Ein Schatz unter einem Wasserfall. Den müssen wir erst noch mitnehmen hier. Der gehört nun mal dazu. So, weiter geht's. Komm. Keine Müdigkeit vortäuschen. Wir müssen uns noch ein bisschen beeilen hier. N, wo bist du? N? Da bist du. Alles klar. Heilige Mutter Gottes. Ist das der Ort, den wir gesucht haben? Ei. Habe ich den schon synchronisiert? Nee. Und das mache ich jetzt auch erst noch. Bevor wir da reingehen, wird hier noch hoffentlich irgendwie synchronisiert. Alter, wie ein Affe. Meine kleine Freundin, du kannst da unten warten. Ich will hier nur ganz kurz mal die Aussicht genießen. In dem kleinen Rauch. Habe ich das nicht letztes Mal schon gemacht? Habe ich nicht. Habe ich geschlammt. Ich komme runter. Und da hinten ist noch ein Meierstein. Hey. Später. Wo ist der Meierstein? Da. Das Spiel nehmen wir uns auch noch. Den Meierstein. Ja, da kannst du hier hochklettern, wie du willst, Baby. Ich bin da mit meinem dicken Poppes schon drauf. So, da gehen wir jetzt noch hin. So. Den Meierstein. Der kleine Schwein ist mein. Noch einer für die Sammlung. Jawohl. Halte hier Wache. Niemand darf mir folgen. Bereit für noch ein Dutzend Kämpfe. Ei! Ei! Oh Gott. Wie hört sich das hier an? Alter! Ey! Der verbrennt! Pulverisiert. Huch! Schneid euch! Será vuestro funeral! Por favor! Por favor! Está aquí! El pirata está aquí! Scheiße! Wo muss ich hin? Alter, ist das brutal. Schaffe ich das? Alter! Wow! Alter Falter, ich muss sie töten. Guten Tag, die Herren. Hallo, Prinzessin. Oh, das darf doch nicht wahr sein, ey. Objetivo a la vista. Encontrado esto para el pichón está a ti. Ten cuidado. Listo para disparar. Jetzt komm, gib auf.
¡No te acerques a eso! Hey, es reicht doch jetzt. Alter, das gibt's doch gar nicht. Wieso macht dieser Pisser denn nicht das, was ich will? Ich will doch einfach nur, dass der das macht, was ich will. Mehr will ich doch gar nicht. No nos rendimos, para. Vente. Ich bin gleich tot, ey, das kann nicht wahr sein. Ey, wie gefährlich ist das hier überhaupt? Und du legst dich jetzt hier auch auf den Boden. Oh Mann! Ja, ja, du mich auch. Spring doch einfach hier. Objetivo a la vista. Zieh nicht deine Schwerter, lass es einfach bleiben. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wie oft denn jetzt noch? Ey, das darf nicht wahr sein. So, jetzt nochmal. Oh Mann. Irgendwann muss doch auch einfach mal gut sein, oder? Die Stelle ist echt gefährlich, Alter. Die Stelle ist mega gefährlich. Wo muss ich da hin? Oh, Alter. Und jetzt bin ich verloren. Nein, ich bin verloren. Nochmal. Du Arschloch. Mann! Alter. Wie gefährlich ist das hier? Ich weiß nicht, wo ich dahin soll. Darüber vielleicht. Ich glaube, bis dahin verbrenne ich noch 20 Mal. Alter, welch ein Glück, ey. Welch ein Glück. Oh Mann. Ui. Ui. Ui, 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 ui. Alter Falter. Wo muss ich denn jetzt hin? Und dann? Ah. Wir hätten uns zusammentun können, Edward. Wir hätten die Macht übernehmen können. Und all diese mickrigen Reiche in die Knie gezwungen. Es steckt so viel Potenzial in dir. Es gibt so viel, was du noch nicht erreicht hast. Was ich dir zeigen könnte. Mysterien, die deine kühnsten Vorstellungen überschreiten. Scheiße, der ist zu weit weg. Ich kann ihn nicht töten. Ah! Fuck! Und jetzt? Wie geht's weiter? Da war ich doch schon. Scheiße, muss ich da echt reinspringen jetzt? Oh oh.
Okay, da ist mein Attentat. Es könnte funktionieren, oder auch nicht. Ja, Alter! Wieder einmal. Captain Kenway, immerzu ein Dorn in meinem Auge. Erfüllt dich dieser Mord mit Stolz? Ich habe nur ein Werk vollendet, Torres. Wie du es auch getan hättest. Wie ich es getan habe, denke ich. Dir ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Deine Verluste sind weit größer als unsere. Das mag sein. Aber dein Tod macht ein größeres Übel wett, als ich selbst je beging. Nun, daran glaubst du wahrhaftig? Ihr wolltet die ganze Menschheit einsperren in einen watteweichen Käfig. Warm und sicher. Jedoch taub und abgestumpft, jeder Seele beraubt. Also ja. Nach alledem, was ich in den letzten Jahren sah, glaube ich fest daran. Ihr tragt eure Überzeugung gut. Sie steht euch. Wieder einmal ist er gestorben. Bin da mal gespannt, wie viel Leben der noch hat. So, Mission, denke ich mal, ist erfüllt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Captain Kenways Torheit. Etza voltes utukila. Ka venen. Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg. Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen. Hier waren Gefäße, als sie zuletzt hier war. Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts. Doch, nun sind sie fort. Dann liegt es an uns, sie zurückzuholen, bevor die Templer davon Wind bekommen. Dabei könntet ihr uns helfen. Werde ich, aber erst wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe. Der Blick verriet eben alles, ey. Das sieht nicht gut aus. Iwe. Optionalen Ziele wieder einmal nicht erreicht. Aber die Mission ist erfolgreich beendet. Und ich sag dir in diesem Falle auch gleich auf dem Wege mit Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann erfahren, was in diesem Brief gestanden hat. Bis dahin, ciao. Alter Martha, war das eine aufregende Folge. Deswegen auch ein bisschen die Überlänge, weil die Story halt sich einfach gezogen hat natürlich. Aber das war natürlich schon echt tricky, was da gemacht wurde. Und vor allem da die stundenlange Gerenne durch den Dschungel, ohne dass man wirklich gesehen hat, was da los war. Und man hat nur Leichen gesehen. War schon echt gruselig. Na gut, ich danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, du bist wieder an Bord, wenn es wieder heißt Assassin's Creed 4. Danke, tschüss.